Die 10 größten Vulkanausbrüche aller Zeiten. Die Menschheit hat schon viele monströse Vulkanausbrüche überlebt. Keine technische Erfindung oder Wettervorhersage kann uns helfen, zu wissen, wann die Natur ihren Zorn loslässt. Die Vulkane sind faszinierend, aber auch zerstörerisch, wenn sie ausbrechen. Sie können in wenigen Minuten ganze Städte auslöschen. Außerdem fordern sie oft Tausende, manchmal sogar Millionen von Opfern. Das klingt doch echt gruselig, oder? Die Stärke eines Vulkanausbruchs wird mit dem vulkanischen Explosivitätsindex gemessen, der in etwa der Richterskala für Erdbeben entspricht. Die Skala reicht von 1 bis 8 VEI. Jeder VEI ist dann 10-mal so groß wie der vorhergehende. Hier seht ihr unser Video von den 10 größten Vulkanausbrüchen aller Zeiten. Schaut es euch bis zum Ende an. Es ist echt faszinierend. Nevado del Ruiz, VEI 3. Der Nevado del Ruiz ist ein kolumbianischer Vulkan, der seit mehr als 2 Millionen Jahren aktiv ist. Im Jahr 1985 brach der Vulkan aus. Dabei schleuderte er Vulkangestein mit einer Gesamtmasse von 35 Millionen Tonnen in die Atmosphäre. Und das mehr als 30 Kilometer weit. Die Eruption verursachte pyroklastische Ströme, Schnee und Eis auf der Spitze des Vulkans schmolzen. Es entstanden 4 dicke Schlammlawinen, die auch als Lahars bekannt sind. Diese Lahars können bis zu 60 Kilometer pro Stunde schnell sein und zerstörten so ziemlich alles, was sich ihnen in den Weg stellte. In der Folge wurden ganze Städte zerstört, wobei 23.000 Menschen getötet und weitere 5.000 verletzt wurden. Die Einheimischen nennen den Vulkan auch den schlafenden Löwen. Vesuv, VEI 5. Der berühmte Vesuv, der sich in Italien befindet, ist ein 1300 Meter hoher Vulkan mit einem Durchmesser von 8 Kilometern. Der Ausbruch im Jahr 79 ist einer der katastrophalsten Vulkanausbrüche in der europäischen Geschichte. Der Vesuv spuckte eine tödliche Wolke aus extrem heißem Gestein und Gas mit 1,5 Millionen Tonnen pro Sekunde aus. Die römischen Städte Herculaneum und Pompeji wurden zerstört und vollständig unter der Asche begraben. Diese Städte waren derzeit von etwa 20.000 Leuten bewohnt. Es wurden Überreste von 1.500 Menschen gefunden. Aber es ist unklar, wie viele Tote es wirklich gab. Viele Menschen erstickten im giftigen Gas des Vulkans. Der Vesuv brach zuletzt 1944 aus und ist immer noch aktiv. Krakatoa, VEI 6. Nach den ersten Versuchen, die den ganzen Sommer hindurch zu spüren waren, brach der Krakatoa schließlich am 26. April 1883 aus. Dieser Stratovulkan befindet sich in der Nähe der indisch-australischen Platte. Sein Ausbruch verursachte riesige Mengen an Gestein, Asche und Bimsstein in der Luft. Er war noch Tausende von Kilometern entfernt zu hören. Die Explosion verursachte auch einen Tsunami, dessen Wellen 40 Meter hoch waren. Etwa 34.000 Menschen kamen ums Leben. Die Insel, auf der Krakatoa sich befand, wurde bei der Eruption vollständig zerstört. Neue Ausbrüche, die 1927 begannen, schufen jedoch den Anak Krakatau, übersetzt das Kind von Krakatau. So wurden durch die weiteren Ausbrüche eine Art neuer Inseln erbaut. Interessant, oder? Der Berg Pinatubo, VEI 6. Zwischen einer Kette von Vulkanen auf der philippinischen Insel Luzon befindet sich der Vulkan Pinatubo. Sein kataklysmischer Ausbruch war ein klassischer explosiver Ausbruch. Die Eruption schoss über 5 Quadratkilometer Material in die Luft und erzeugte eine Aschewolke, die 35 Kilometer weit in die Atmosphäre drang. Es gab so viel Asche, dass die Dächer der Häuser der Einheimischen zerstört wurden. Beim Ausbruch wurden auch Millionen Tonnen Schwefeldioxid und andere Partikel in die Luft geschleudert, die durch Luftströme über die ganze Welt verteilt wurden. So sanken die Temperaturen im folgenden Jahr weltweit um ein halbes Grad Celsius. Unglaublich, oder? Huayna Putina, VEI 6.
Noch bevor der Vulkan Huayna-Putina in Peru ausbrach, versuchte die Bevölkerung, ihn zu stoppen. Sie opferten Frauen, Tiere und Blumen, aber das half nichts. Während einer dieser Zeremonien begann der Huayna-Putina mit einer gewaltigen Eruption. Es wurde die größte in der Geschichte Südamerikas. Die Explosion löste Schlammlawinen aus, die bis zum 120 Kilometer entfernten Pazifik reichten. Offenbar beeinflussten sie sogar das weltweite Klima. Die Sommer nach der Eruption im Jahr 1600 waren die kältesten der letzten 500 Jahre. Die Asche der Explosion umschloss ein 50 Quadratkilometer großes Gebiet im Westen des Berges. Die nahegelegenen Städte Arequipa und Moquegua wurden stark beschädigt. Ungefähr 2 Millionen Menschen sind dadurch ums Leben gekommen. Paik Tuzan, VEI 7. Der Paik Tuzan-Vulkan liegt im Changbai-Gebirge an der Grenze zwischen China und Nordkorea. Er brach im Jahr 946 aus. Die Asche erreichte sogar den Norden Japans, der etwa 1200 Kilometer entfernt war. Die Eruption schuf einen Krater mit einem Durchmesser von 4,5 Kilometern und einer Tiefe von 1 Kilometer an der Spitze des Berges. Dieser ist nun mit dem Wasser des Tianchi-Sees gefüllt und wird auch himmlischer See genannt. Das zum einen wegen seiner natürlichen Schönheit, zum anderen wegen der Gerüchte, dass tief im See geheimnisvolle Kreaturen leben. So ist er zu einer beliebten Touristenattraktion geworden. Trotz Berichten über Gasemissionen in der Nähe der heißen Quellen im Jahr 1994 gilt der Paik Tuzan als ruhender Vulkan. Der Berg Tera, VEI 7. Geologen glauben, dass der in Griechenland in der Ägäis gelegene Vulkan Tera um 1600 vor Christus ausbrach. Und das mit einer Energie von Hunderten von Atombomben. Obwohl keine schriftlichen Quellen gefunden wurden, gehen die Wissenschaftler davon aus, dass es sich um die stärkste je gesehene Explosion handelte. Die Insel, auf der sich der Vulkan befand, heißt Santorin. Sie war von Menschen der minoischen Kultur bewohnt und gilt als eine der Grundlagen der griechischen und damit auch der westlichen Zivilisation. Der Vulkan hat ihre Kultur durch Erdbeben und Tsunamis stark zerstört. Auch viele Bewohner der Insel Kreta wurden getötet. Der Berg Tambora, VEI 7. Auf der Insel Sumbawa in Indonesien liegt der Berg Tambora. Dessen Explosion zählt als die größte in der modernen Geschichte. Der Vulkanexplosivitätsindex gab diesem Ausbruch eine 7 von 10. Der Vulkan, der immer noch aktiv ist, hat einen der höchsten Gipfel der indonesischen Insellandschaft. Seinen Höhepunkt erreichte der Ausbruch im April des Jahres 1815. Anscheinend explodierte er so laut, dass man ihn noch auf der mehr als 2000 Kilometer entfernten Insel Sumatra hören konnte. Die Zahl der Todesopfer der Eruption wird auf 71.000 geschätzt, auch weil viele schwere Aschewolken auf die Inseln niederschlugen. Durch die Eruption sank die Temperatur auf der Erde um 0,4 bis 0,7 Grad Celsius, wodurch das Jahr 1816 als das Jahr ohne Sommer bekannt wurde. Yellowstone. Besucher im Yellowstone-Nationalpark merken manchmal nicht, dass sie auf einem aktiven Vulkan wandern. Und dies ist nicht einfach ein weiterer Vulkan. Er ist mit überwältigender Wucht ausgebrochen. 3 Eruptionen mit einer Größe von 8 VEI haben die Umwelt vor 2 Millionen Jahren, vor 1 Million Jahren und vor 640.000 Jahren geschockt. Bei diesen katastrophalen Ausbrüchen wurden genügend Asche und Lava freigesetzt, um den Grand Canyon zu füllen. Die jüngste Vulkaneruption hat den riesigen Krater im Park geschaffen, der 48 mal 72 Kilometer groß ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein solcher Vulkanausbruch heute passieren würde, liegt bei 1 zu 700.000 pro Jahr. Tobasee, VEI 8. Der Tobasee ist ein großer Kratersee in der Provinz Nord-Sumatra auf Sumatra, Indonesien.
Der See ist 100 Kilometer lang und 30 Kilometer breit und hat eine geschätzte Tiefe von mehr als 450 Metern. Er entstand als Krater eines gewaltigen Vulkanausbruchs vor etwa 75.000 Jahren. Diese Eruption war eine der größten der Welt, wodurch die Menschheit fast ausgestorben wäre. Die ausgebrochene Masse war 100 Mal so groß wie die des Mount Tambora. Außerdem hatte eine 15 cm dicke Ascheschicht ganz Südasien eingedeckt. Das hätte einen globalen 6 bis 10 Jahre dauernden Vulkanwinter mit einer tausendjährigen Abkühlung verursacht. Und das hätte die Menschheit wohl kaum überlebt. Das klingt echt gruselig, oder? Dies waren die 10 größten Vulkanausbrüche aller Zeiten. Wie fandet ihr dieses Video? Und kanntet ihr diese Vulkane schon? Oder wart ihr vielleicht sogar schon mal auf einem dieser Berge? Echt beeindruckend, oder? Auch irgendwie unheimlich, sich vorzustellen, so etwas mitzuerleben. Lasst uns eure Meinung in den Kommentaren wissen. Wir freuen uns auf eure Geschichten. Vergesst auch nicht zu liken, zu abonnieren und die Glocke zu klicken, damit ihr eine Benachrichtigung erhaltet, sobald das nächste Top 10 Video hochgeladen wird.